Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Wir haben schon einige Male jetzt über die Gefahren der Internetkommunikation, insbesondere der Social Media, gehört. Und ich werde in meinem Vortrag einige Ergebnisse, nicht alle, das würde abendfüllend sein, aber einige Ergebnisse meines letzten Forschungsprojekts eben zu genau diesem Thema vorstellen. Es geht um Judenhass 2.0, wobei ich nicht ganz ausdrücklich nicht in das Deep- oder Darknet der Extremisten gegangen bin, sondern mich hat vor allem interessiert, wie ganz normale User und Userinnen im Internet Antisemitismus erleben, aber auch selbst verbreiten. Ich forsche seit 2004 zu den Fragen, wie Antisemiten sich im 21. Jahrhundert artikulieren, aber natürlich auch, wie sie denken, wie sie fühlen, was wir erfahren können. Also Vermessung des Hasses bedeutet, dass es mir vor allem um den Einstellungsantisemitismus geht und Einstellungsantisemitismus, den ich im Rahmen der empirischen Antisemitismusforschung untersuche. Das geschieht nur, wenn man authentische Daten nimmt, das heißt, wir brauchen natürlich produzierte Daten und wir arbeiten dann entsprechend mit sogenannten Korpusanalysen. Die Relevanz dieser authentischen Daten zeigt sich eben darin, dass wir bei Umfragen in der Soziologie ja nur 4 bis 6 Testsätze haben und diese können von sozialer Erwünschtheit oder von politischer Korrektheit oder auch vielen anderen Priming-Faktoren bestimmt sein. Korpusanalysen bedeutet, dass wir mit sehr, sehr großen Textmengen, über Hunderttausende jeweils, die von einem Crawler gezogen werden, arbeiten. Das Projekt lief 5 Jahre lang, also wir hatten sehr, sehr viel Zeit und neben dem großen Kernkorpus haben wir Stichproben zwischen 1000 und 5000 Texten jeweils analysiert, aus allen Bereichen, die mit Juden, Judentum und Nahostkonflikt und Israel zu tun hatten. Also wir haben alle sozialen Medien gängiger Art untersucht, Kommentarbereiche, aber auch der Online-Qualitätsmedien. Meta Tagesschau hat mir freundlicherweise auch seine gelöschten Kommentare zur Verfügung gestellt, sodass ich tausende gelöschte und nicht gelöschte Kommentare miteinander vergleichen konnte. YouTube, Twitter, Rechercheportale, Fanforen, Online-Büchershops, Blogs, Diskussionsforen, also es wurde eigentlich alles berücksichtigt und weltweit ist dies in der Forschung aufgrund der Breite der Datenanalysen auch einzigartig als Studie. Besonders ist an dieser Studie auch, dass ich die Daten verglichen habe, A, mit bislang schon vorgelegter Forschung, nämlich ein großes E-Mail-Korpus, das sind die E-Mails, die an den Zentralrat der Juden in Deutschland und an die israelischen Botschaften in Europa, aber auch andere jüdische Institutionen im Laufe der letzten 15 Jahre geschickt wurden, die ich auch für meine Forschung zur Verfügung bekommen habe. Und der Vorteil ist natürlich im Gegensatz zu den Internetdaten, dass wir hier sehr, sehr viele interessante Informationen über die Schreiberinnen und Schreiber erhalten, weil diese in der Regel nicht anonym schreiben. Ich habe aber auch ein Medienkorpus berücksichtigt von 2004 bis dato, weil das ganz stark negative, das anti-israelische Narrativ zusätzlich einen Assoziations- und Resonanzraum für die Verbreitung von Antisemitismen spielt. Und drittens wurde immer ein historisches Korpus hinzugezogen. Die letzten 500 Jahre habe ich dann entsprechend berücksichtigt, also typisch antisemitische Texte, um zu schauen, ob es tatsächlich nach 1945 durch die Shoah eine Zäsur gab oder aber nicht. In diesem 5-jährigen Projekt wurden die folgenden Fragen berücksichtigt: Wie, wo und von wem wurden multimodal Antisemitismen verbreitet und artikuliert? Welche Stereotype werden dabei vor allem kommuniziert? Auf welchen Argumenten basiert die moderne digitale Kommunikation in Bezug auf Judenfeindschaft? Gibt es eine bestimmte Grundkonzeptualisierung, auf der der moderne Judenhass nach der Shoah ungebrochen basiert? Und ganz wichtig, welche Gefühle werden transparent? Ich werde kurz darauf eingehen, dass man Antisemitismus nie nur als ein kognitives Phänomen betrachten kann und auch nicht erklären und verstehen kann. Und ich habe mir angeguckt, wie User und Userinnen auf Gegennarrative im Netz reagieren, also zum Beispiel Berlin trägt Kippa oder nie wieder Judenhass. Ich werde darauf später nicht mehr intensiv eingehen können wegen der Zeit, aber ich verrate Ihnen heute jetzt schon so viel, dass wir doch die höchsten Anzahlen von antisemitischen Äußerungen, insbesondere bei Twitter und Facebook, gefunden haben. Erster Punkt eines wichtigen Ergebnisses: Die Zugänglichkeit und Ausbreitung von Antisemitismen im Web 2.0
ist nicht so, dass wir in den rechten oder rechtsextremen Ecken suchen müssen, um dort etwas zu finden. Ganz normale User und Userinnen, insbesondere auch viele junge Menschen, finden, ich habe die Studie mit einem Klick genannt, in Recherche- und Suchportalen, in Informations- und Ratgeberportalen schon mit wenigen Klicks, manchmal mit ein, zwei Klicks auf bestimmte Fragen oder Stichpunkte, die sie eingeben, klassische antisemitische Äußerungen zum Purimfest oder Kausalitäten wie, warum sind die Juden so gehasst? Google-Suche nach vier Klicks, na, weil es eben Juden sind. Oder immer wieder die Infragestellung des Holocaust, immer wieder die affirmative Behauptung, dass Juden wahrheitsgemäß üble, missgünstige, schlechte Menschen sind. Das letzte Beispiel ist von E-Hausaufgaben. Wir haben selbstverständlich nicht nur den politischen Bereich betrachtet, sondern wie Sie hier sehen an einem Beispiel, Netta, als sie den ESC gewonnen hat, das ist noch ein relativ harmloses Beispiel unter Tausenden von Twittern, Stupid, Rotten, Stinking Jew, wie gesagt, die schlimmsten möchte ich Ihnen eigentlich gar nicht zumuten. Zu der Zunahme, das war eine Analyse rein quantitativer Art. Zunächst haben wir uns angeguckt, wie sich in den letzten 10 Jahren, auch mit steigenden Userzahlen natürlich, wird das berücksichtigt, ob sich Antisemitismen multiplizieren, ob sie zunehmen. Und wir haben im Online-Bereich der Mainstream-Medien festgestellt, dass es eine Vervierfachung stattgefunden hat. Also man kann das in Kürze auf den Punkt bringen, immer mehr User und Userinnen treffen auf immer mehr Antisemitismen im Netz. Wenn man Antisemitismus, wenn man Judenhass verstehen will, dann muss man in die Geschichte blicken. Es nützt überhaupt nichts, nur sich modernen und aktuellen Antisemitismus anzuschauen, denn nur der Blick in die Geschichte zeigt, was Judenfeindschaft wirklich ist. Es ist kein Vorurteilssystem unter vielen, es ist eine kulturhistorische Kategorie, es ist ein Ressentiment, es gehört untrennbar zum Abendland, nur dass es die tiefschwarze Seite dieses viel glorifizierten Abendlandes ist. Wir unterscheiden in der Forschung 3 Typen nach der historischen Entwicklung, den klassischen Antisemitismus, 1800 Jahre lang Antijudaismus, dann erst Ende des 19. Jahrhunderts der Rasseantisemitismus mit den Konzepten des kollektiven und ewigen Juden. Wir haben nach 1945 den Post-Holocaust-Antisemitismus, teilweise fälschlicherweise noch als sekundär bezeichnet. Dieser Terminus ist aber sehr irreführend und sollte nicht mehr benutzt werden. Wir haben hier die Konzepte der Holocaust-Ausbeutung, des Kritiktabus, geht sehr stark einher mit Erinnerungsverweigerung und Schuldabwehr, ist aber kein Bruch. Denn jemand, der so etwas Jüdinnen und Juden vorwirft, greift natürlich zurück auf die alten judenfeindlichen Stereotype. Wir haben nach 1948, insbesondere dann aber 1967, den israelbezogenen Antisemitismus, der heute ganz klar empirisch belegt, die dominante Manifestationsform des Antisemitismus überhaupt ist, wo Israel als Unrechts-, NS- und Kolonialstaat diskreditiert wird und Sprüche wie Zionismus sei Rassismus kursieren. In den Beobachtungen des authentischen Materials, immerhin im wichtigsten Kommunikationsraum unseres Jahrhunderts, sehen wir keinen Rückgang des alten Antijudaismus. Ganz im Gegenteil, im Mittelwert aller großen Korpora sind die Antisemitismen mit klassischen Stereotypen mit 54% vertreten. Und das sind die klassischen Stereotype, wie Sie sie hier auch sehen, als Mörder, insbesondere Gottesmörder, also auch das alte religiöse Motiv ist keineswegs verschwunden, Juden als das Übel der Welt, als Menschenfeinde. Und das keineswegs nur, wie oft behauptet wird, im Nahostpolitik-Konflikt oder im politischen Bereich. Wir haben das ganz intensiv bei der Beschneidungsdebatte gefunden. Wir haben es aber eben auch sehr intensiv in Gegennarrativen gefunden, wo Verschwörungsfantasien und uralte Stereotype immer wieder reaktiviert werden. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Holocaust keine Zäsur war in Bezug auf das Basiskonzept, nämlich Juden als das Böse in der Welt, Böse im Sinne einer geradezu epistemischen, ontologischen Kategorie. Sie sind das Urböse, nicht irgendein Böses, sie sind der Gegenentwurf zur Menschlichkeit. Und das spiegelt sich in diesen zahlreichen Äußerungen, das sind Stichproben aus 300.000 Texten,
entweder Juden sind das Weltenübel und die Menschen der Feinde oder 1:1 projiziert diese alten Stereotype auf Israel. Israel ist das Böse in der Welt und Israelis sind die Menschenfeinde. Und hier kommen wir zu einem Punkt, dass wir nicht glauben dürfen, dass das Internet diesen Antisemitismus in irgendeiner Weise hervorholt oder dass er im Internet entsteht. Diese Konzepte sind natürlich in den Köpfen der Antisemiten, nur dass sie sich im Internet einfach ehrlicher kommunizieren als in der realen Welt oder in bestimmten soziologischen Umfragen. Wir sehen hier bei einer anti-israelischen Demonstration genau diese Phrase: Israel der Menschenfeind, Israel der wahre Menschenfeind. Also offline und online lassen sich ohnehin in keiner Weise trennen. Es besteht ein kontinuierlicher Übergang. Wenn wir uns die aktuellen Manifestationen sowohl im Netz als auch in der realen Welt anschauen, dann sehen wir immer wieder das Echo der Vergangenheit. Und das Echo der Vergangenheit betrifft keineswegs nur die Jahre 33 bis 45, sondern ein Echo, das 2000 Jahre alt ist. Wir unterscheiden 4 Typen derzeit in der Antisemitismusforschung: den heute auf diesem Symposium so sehr in den Fokus gerückten rechtsextremistischen und rechtspopulistischen Antisemitismus mit den Kriterien, die ich glaube ich jetzt auch nicht erläutern muss, weil sie so intensiv schon besprochen worden sind. Einziger Punkt, der noch nicht angesprochen wurde, da ich mich ja mit den Emotionen des Antisemitismus beschäftige. Interessant beim rechtsextremen Antisemitismus ist der Hass ein sogenannter ich-syntoner Hass. Das heißt, Rechtsextremisten sind davon überzeugt, dass sie zu Recht und kompatibel mit ihrem Selbstkonzept Juden und Jüdinnen hassen. Wir haben einen nicht minder gefährlichen, höchst brisanten linken und linksextremistischen Antisemitismus. Dort sind die Stereotype klassischer und israelbezogener Antisemitismus dominant. Sie leugnen allerdings immer, Antisemiten zu sein. Wir hatten gerade gestern erst ein Beispiel wieder in der Presse. Ein linker DGB-Funktionär, der klassische Antisemitismen auf Israel projiziert und im PS allen Ernstes schreibt: Das ist nicht antisemitisch. Das ist eine ganz typische Argumentationsstruktur von linken Antisemiten, die Antizionismus und Anti-Israelismus vor allem in den Mittelpunkt rücken und dann eben unter der Camouflage ihrer Kommunikation so tun, als sei es kein Antisemitismus. Beim linken Antisemitismus sehen wir übrigens auch sehr deutlich, dass Antisemitismus nicht notwendigerweise an Rassismus geknüpft sein muss. Linke Antisemiten haben für alle Minoritäten und für alles, was modern ist, Verständnis, nur nicht für den jüdischen Staat. Wir haben aber auch, und das möchte ich besonders intensiv hier betonen, auch wenn meine Vorredner es schon getan haben, ich möchte es aber gerade aufgrund der brisanten Daten, die ich Ihnen gleich zeigen werde, nochmal betonen: aus falsch verstandener politischer Korrektheit wird ein besonders gefährlicher, nämlich der muslimisch-islamistische Antisemitismus in der Öffentlichkeit und in der Politik, nicht genug thematisiert, obwohl die Daten ganz klar auf der Hand liegen. Der muslimisch-islamistische Antisemitismus, das zeigen meine Daten über alle Jahre hinweg, wird nicht gespeist vom Nahostkonflikt, nicht von der Empörung, sondern vom alten Judenhass. Wir sehen alle Muster der klassischen Judenfeindschaft in den Internettexten. Und die Kombination dort ist entsprechend klassischer Antisemitismus in großer Mehrzahl gekoppelt an israelbezogenen Antisemitismus. Neben der religiösen Dimension, die sehr stark ausgeprägt ist, ist dieser Antisemitismus ausgeprägt eliminatorisch. Wir haben aber auch, und das vergiftet tatsächlich gesamtgesellschaftlich das Klima in unserem Land bzw. in unserer Welt, wir haben einen mittigen und gebildeten Alltagsantisemitismus, der so leicht daherkommt und der nicht wirklich sanktioniert wird. Dieser oft als moralischer Antisemitismus daherkommende, unter der Camouflage, es sei doch die Besorgnis und die Menschenrechte und die Freiheit und die armen Palästinenser. Wenn man sich diese Texte anschaut, dann sind sie nichts anderes als antisemitische Texte, nur dass sie mit bestimmten indirekten Sprechakten oder mit Substitutionen vollzogen werden. Sie leugnen entsprechend dann auch den eigenen Antisemitismus, und hier haben wir einen Ich-Syntoner
dystonen Hass. Denn das Post-Holocaust-Bewusstsein ist bei den gebildeten Antisemiten so stark ausgeprägt, dass sie auf keinen Fall explizit als Antisemiten auftreten wollen. Das heißt, sie empfinden den Hass, den sie dem jüdischen Staat entgegenbringen, als etwas Befremdliches. Es ist nicht ich-kompatibel. Und alle diese Formen sind genauso gefährlich wie der rechtsextremistische Antisemitismus. Die Israelisierung der antisemitischen Semantik, das haben Yehuda Reinhartz und ich schon vor Jahren in zahlreichen Artikeln und in einem großen Buch betont, zeigt besonders deutlich, dass Judenfeindschaft und Antisemitismus immer nach einem bestimmten Merkmal geht, nach einem Prozess, nämlich nach einer opportunen Adaption. Im Laufe der Jahrhunderte wurden immer diejenigen Aspekte von Judentum und Jüdinnen und Juden in den Mittelpunkt gerückt, die man besonders attackieren konnte. Und jetzt ist es eben das ostentative Symbol jüdischen Lebens und Überlebens, der jüdische Staat Israel. Und so wundert es beispielsweise auch nicht, dass wir ganze Hashtags und Facebook-Gruppen haben, die lauten Death to Israel, Fuck Israel. Es gab zahlreiche Versuche, insbesondere in den USA, Facebook dazu zu bringen, diese Facebook-Gruppen zu schließen. Facebook lehnt das bis heute ab mit der Begründung, dies ist keine Hasssprache, denn der Hass richtet sich ja nur gegen ein Land und nicht gegen Menschen. Dass das ein bisschen kurz gedacht ist, muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erklären. Der israelbezogene Judenhass ist mit über 60% klar die stärkste, dominante Ausprägung im aktuellen Antisemitismus. Und was ihn so gefährlich macht, sind zwei Punkte. Erstens eine unglaubliche Synergie. Hier treffen sich nämlich tatsächlich alle gerade genannten Gruppen, ganz gleich ob rechts, links, atheistisch, religiös, liberal. Beim Hass auf Israel finden wir ein Bindeglied. Hier ist der Kitt, und zwar in allen Ausprägungen. Das zweite gefährliche Merkmal, dieser Antisemitismus trifft auf den geringsten Widerstand in der Gesellschaft. Und wir haben israelbezogene Verschwörungsfantasien mehr und mehr auch in der Mitte unserer publizistischen Kommunikation. Wir haben auch ganz offen eine Substitutions-Camouflage-Kommunikation, letztens im EU-Wahlkampf, kleine rechtsextreme Holocaust-Leugner, Splittergruppe, Israel ist unser Unglück. Die Staatsanwaltschaft befand, dies sei freie Meinungsäußerung. Auch dazu muss ich, glaube ich, keine Kommentare abgeben. Es wird so viel in diesen Wochen und Monaten von der Verrohung und von der semantischen Radikalisierung gesprochen. Als Wissenschaftlerin frage ich dann natürlich immer, woher wissen Sie das denn? Das ist ja nur eine gefühlte Wahrheit. Diese gefühlte Wahrheit muss natürlich operationalisiert werden. Das habe ich gemacht. Ich habe mittels des sehr, sehr guten Computerprogramms AntKong verschiedene Parameter festgelegt, zum Beispiel NS-Vergleiche, Superlative, Pejorativlexeme, aber auch Vernichtungswünsche, wie zerstört Israel oder bombt Israel. Und solche Brachial-Antisemitismen haben sich beispielsweise zwischen 2012 und 2015 mehr als verdoppelt. Hier haben wir tatsächlich nicht nur eine gefühlte, sondern eine faktische Wahrheit. Ich werde später noch auf diesen Punkt eingehen. Denn wenn es etwas gibt, was auch unter vielen Punkten Antisemitismus, Aufklärung und Bekämpfung verhindert, dann ist das die Inflation einer Laienkommunikation. Laien, die in die Öffentlichkeit treten und Unsägliches berichten und sagen, und es steckt nichts Wissenschaftliches oder Faktisches dahinter. Die Alltäglichkeit und Globalisierung dieser Radikalisierung habe ich besonders in einem internationalen Twitter-Korpus, das waren 22.000 Tweets, insbesondere aus USA, Deutschland, Russland und Südwestafrika. Dort ging es nicht um den Nahostkonflikt, sondern es ging um eine Naturkatastrophe, es ging um die Waldbrände in Israel. Ich lese nicht alle dieser entsetzlichen Äußerungen vor, vielleicht zwei Dinge. Im amerikanischen englischsprachigen Raum haben wir also eine sehr, sehr starke Freudesbekundung in Tausenden von Tweets gesehen. Da schrieben dann die User, dass sie glücklich Popcorn kauen und sich freuen, dieses brennende Israel anzusehen mit dem Hashtag Israel Burning. Und im russischen Internet wurde dann entsprechend das abstrakte Konzept Jude auf Israel projiziert mit dem Wunsch, Hitlers Traum könnte doch eventuell so zu Ende gehen.
Wir sehen eine unglaublich affektgesteuerte Hasssprache und das liegt an zwei Gründen, nämlich einmal natürlich die heimische PC-Situation mit der Anonymität. Das andere ist aber auch die Körperlosigkeit der Kommunikation. Da ist kein alter Ego vor uns. Das ist immer eine Sperre, eine Hemmnis. Es ist etwas ganz anderes, ob ein Mensch aus Fleisch und Blut vor uns steht oder ob wir einfach nur in die Tasten hauen. Und diese Disposition der digitalen Hasskommunikation, die zeigt sich eben in einem unglaublichen Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite haben wir eine ganz abstrakte und körperlose Kommunikation. Auf der anderen Seite haben wir eine so intensive Gefühlsauslebung, wie wir sie sonst eigentlich nur in existenzialistischen Diskursen sehen. Ich werde gleich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Besonders häufig erlösen die alten Erlösungsfantasien und der Vernichtungswille, wobei Israel natürlich immer im Fokus steht. Radikal heißt es dann, Israel muss von der Landkarte verschwinden oder gebombt werden. Und von eher linken und liberalen sogenannten Friedensaktivisten heißt es dann, der jüdische Staat soll aufhören, auf sein Jüdischsein zu pochen. Das sind so die beiden Varianten. Natürlich Multimodalität spielt eine sehr, sehr große Rolle. Sie sehen hier beispielsweise den NS-Vergleich von einer Bloggerin Netanyahu und gleichzeitig die Verschwörungsfantasie, die Hitlerhand oder der Hitlergruß über den Bundestag. Auch das ist kein Phänomen allein des Internets. Das ist eine Londoner anti-israelische Demonstration. For world peace, Israel must be destroyed. Der alte Vernichtungswille auf der Straße. Kurz zum muslimischen Antisemitismus. Von untersuchten mehreren tausenden Texten waren 53% alter klassischer Judenhass und 35% israelbezogene Stereotype. Bei den Verschwörungsfantasien waren 88% vom klassischen Antisemitismus bestimmt, nur 12% vom israelbezogenen. Bei den Vernichtungsfantasien 64% vom klassischen Antisemitismus, 36% vom israelbezogenen Antisemitismus. Und die Verschwörungswünsche, die Erlösungswünsche spiegeln sich natürlich auch multimodal wieder, zum Beispiel in diesem Bild, zwei fröhliche arabische Jugendliche, die Israel symbolisch zu Tode bringen, indem sie einen unschwer als orthodoxen Juden mit bluttriefenden Händen und dem Magen David zu erkennen geben, der aufgehängt wird. Oder wir haben solche kruden Verschwörungsfantasien, hier wird sehr stark auf Affektmobilisierung gesetzt. Netanyahu, zu seiner Linken die Queen of England mit dem Magen David, zu seiner Rechten Rothschild, die berühmte Marionettenmetapher und Netanyahu wird eben stellvertretend für den Staat Israel verantwortlich gemacht für alle Übel in der Welt, auch die islamistischen Anschläge in Paris und auch den Syrienkrieg und das Elend der Kinder auf der Welt. Wenn wir uns anschauen, gibt es eigentlich große Unterschiede zwischen den verschiedenen Strömungen, rechter, linker, mittiger, muslimischer, gebildeter, ungebildeter Antisemitismus, dann fällt über die 15 Jahre immer eines auf, eine unglaubliche Uniformität, eine große Homogenität der aktuellen Antisemitismen. Wir haben zwar bestimmte Ideologiefragmente, vor allem bei rechts und links, aber die sind eher marginal. Wir haben die gleichen Prinzipien, einmal die Projektion der uralten klassischen Stereotype, also Israelisierungssemantik, dann haben wir die Äquivalenz der argumentativen Muster. Das Hauptargument in allen Strömungen lautet immer, die Juden oder Israel sind selber schuld, wenn man sie hasst. Und so wundert es auch nicht, dass die Sprachformen fast eins zu eins austauschbar sind. Das wiederum lässt sich erklären durch das kollektive Bewusstsein. Im kollektiven kommunikativen Gedächtnis sind seit Jahrhunderten solche Sprachgebrauchsmuster gespeichert. Die dritte Dimension, das ist die Faktenresistenz und da kommen wir eben zu der gerade angesprochenen emotionalen Dimension, die hier so wichtig ist, denn Antisemiten folgen, egal aus welcher Gruppe sie kommen, immer einer sogenannten Affektlogik. Ich gehe wenigstens mit zwei Folien auf diese ganz neue Forschung von mir ein. Antisemitismus ist ja ein Glaubenssystem und dieser Glauben und nur dieser Glauben, der als Wissen von Antisemiten verstanden wird, ist die einzige epistemische Autorität, an die Antisemiten glauben. Und deshalb haben wir so viele Texte, auch in den E-Mails an den Zentralrat, wie ich kenne zwar keine Juden, aber ich hasse sie, weil sie so grausam sind und weil sie so furchtbar sind. Das heißt, wir haben keinerlei Realitätsbezug,
Aber der Glaube sitzt so unerschütterlich in den Köpfen, dass das Glaubenssystem als ein Wissenssystem gedeutet wird. Und entsprechend haben wir hochabstrakte Denkprozesse und einen extremen Mangel an Faktizität. Und deshalb wird Jude im Antisemitismus ja auch als ein reines Abstraktum benutzt. Das Lexem Jude, insbesondere auch im russischen Facebook beispielsweise, ist mittlerweile ein Synonym für Schlechtes, Übles in der Welt. Auf der anderen Seite, neben den hochabstrakten, von der Welt abgelösten Denkprozessen, haben wir so konkrete und so intensive Gefühle, wie wir sie sonst nur in Notfallsituationen, zum Beispiel existenziell, wenn es um das Leben des eigenen Menschen oder der Familie geht. Also die höchsten Intensitätsparameter, mit denen Antisemiten Jüdinnen, Juden und den Staat Israel beschreiben. Und das schließt sich dann im Hamsterrad der Affektlogik, denn die Antisemiten bewegen sich die ganze Zeit. Sie lassen also die Welt nicht in ihr Glaubenssystem hinein. Sie passen die Realität an das Sinnsystem an. Sie hatten gerade angesprochen, dass bestimmte syrische Flüchtlinge sich nicht behandeln lassen wollten. Ähnliches Beispiel aus dem Internet. Schreiben bestimmte User, dass sie haben erfahren, dass in israelischen Krankenhäusern syrische Flüchtlinge umsonst behandelt wurden, wurden von der Grenze geholt. Kommen Fluten von Texten, die schreiben, und das passt jetzt genau zu dieser Adaption, die ich jetzt beschreibe, wenn die Kameras weg sind, schmeißen sie die Flüchtlinge wieder aus den Betten. Also es kann in diesem Glaubenssystem nichts Gutes vom Staat Israel kommen. Das ist in diesem Glaubenssystem völlig unmöglich. Und deshalb kann man das Ganze als Hamsterrad-Argumentation folgendermaßen, glaube ich, sehr, sehr gut klar machen. Antisemiten glauben, obwohl sie kein Wissen haben. Denn das Wissen holen sie ja aus ihrem Glauben und das ist luftleer. Das hat nichts mit Realität zu tun. Sie wissen in Anführungszeichen, weil sie glauben. Und sie glauben, weil sie so tief fühlen. Sie fühlen aber deshalb so intensiv, weil sie nicht nur individuell, sondern kollektiv fühlen. Hier kommen Jahrhunderte des kollektiven Gefühlswerts gegen Jüdinnen und Juden. Und am Ende ist dieser kulturelle Gefühlswert, diese historische Kategorie, der Ursprung von Antisemitismus und auch dieser abstrakten und faktenresistenten Kognition. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, 5 Minuten? Okay. Da nun User und Userinnen quasi überall auf Antisemitismen stoßen, tagtäglich, immer wieder, Fluten von Antisemitismen, kaum Gegenwehr dagegen, und löschen bringt sowieso nichts, das ist ohnehin nur, vielleicht weiß ich nicht, 0,1%, wenn überhaupt etwas gelöscht wird, das Gesetz hat nichts gebracht, führt natürlich A zu einem Mangel an Faktizität, insbesondere bei jungen Menschen. Es führt aber auch nachweislich zu einer konzeptuellen Habitualisierung und die bereits einschreitende Normalisierung wird natürlich hiermit nochmal verfestigt. Das Fazit zum Wissenschaftlichen, wir sehen einerseits in der Geschichte präzedenzlos eine weltweite, nicht nur in Deutschland, eine weltweite Ver- und Ausbreitung und schnelle Zugänglichkeit von antisemitischen Gedanken und Gefühlen. Der Umschlagplatz für multimodale Antisemitismen und seine Multiplikatoren sind nicht die Rechtsextremisten in den Schmuddelecken, es sind die ganz normalen sozialen Alltagsmedien. Und wenn wir uns angucken hinsichtlich der langen Geschichte der alten Judenfeindschaft zwischen Kontinuität und Adaption, das ist ja ein Chamäleon, das sich immer wieder anpasst, dann ist ganz klar die Kontinuität stärker als die Adaption. Da wir im Internet und auch in weiten Teilen der realen Welt Israel-Hass parteiübergreifend schon als etwas fast Normales, ja als einen fast politisch korrekten Antisemitismus erleben, wird, wenn hier nicht schnellstmöglich Einhalt geboten wird, gerade diese Form des Antisemitismus weiter zur Normalisierung führen. Und Digitalisierung, ein Wort, das gerade in aller Munde ist, gerade auch von den Bildungsministern, das wird natürlich überhaupt nichts bringen, wenn man den Kindern nur die digitale Technik mitbringt. Wir brauchen parallel eine Ethik der digitalen Kommunikation. Wie geht man mit dieser Technik um? Wie sensibilisiert man dafür? Was passiert im Netz in Bezug auf diese Fluten von Informationen und in Bezug auf
die Habitualisierung von Hasssprache in Bezug auf eine Herabsenkung von Tabuisierung. Ganz zum Schluss Kampf gegen Antisemitismus, Fragezeichen, einige unbequeme Wahrheiten. Ich greife hier vor allem den Anfang von Michel Friedmann auf, der gesagt hat, ich will das nicht mehr hören, ich will das nicht mehr hören. Mir geht es genauso. Als Wissenschaftlerin will ich das nicht mehr hören, weil man fühlt sich auch nicht ernst genommen. Und man nimmt natürlich auch die Personen aus der Politik und der Öffentlichkeit, die so etwas sagen, einfach auch nicht mehr ernst. Das heißt, einige unbequeme Wahrheiten am Ende meines Vortrags für eine, wie meines Erachtens gut zu charakterisierende, Eyes-Wide-Shut-Politik. Wir sehen seit vielen, vielen Jahren, nicht erst seit ein oder zwei Jahren, dass die Tabuisierung in Bezug auf Judenhass erodiert, die Skandalisierung minimiert wird, dass die Expertise aus Forschung und Wissenschaft ignoriert oder ridikulisiert oder als Panikmache diskreditiert wird. Wir sehen, gerade weil diese Expertise zugunsten einer Laienkommunikation an den Rand geschoben wird, dass wir viel zu viele Falschkonzeptualisierungen haben, unter anderem auch bei Richtern, die dringendst Fortbildung in Bezug auf Antisemitismus bekommen müssen. Und der Ad-hoc-Aktionismus, den wir jetzt gerade erleben mit den Antisemitismusbeauftragten und diese schönen Sprüche und die schönen Strategien, die erfassen nur die Symptome, sie erfassen aber nicht die Wurzel des Übels. Und wenn wir nicht die Wurzel des Übels erfassen, können wir es eigentlich gleich bleiben lassen. Was wir brauchen, ist einen ganz radikalen Paradigmenwechsel. Ich sage gleich, dass ich nicht glaube, dass das passieren wird, aber ich sehe es als meine Pflicht als Wissenschaftlerin und Antisemitismusforscherin an, immer wieder darauf hinzuweisen. Schluss mit der Boulevardisierung und der Laienkommunikation. Wie oft hat der Antisemitismus angeblich die Mitte erreicht? Fakt ist, er kam immer aus der gebildeten Mitte und er hat diese gebildete Mitte nie verlassen. Schluss auch mit dieser, wie Michel Friedmann sie angesprochen hat, Floskelkultur, mit diesen Diskursritualen. Während den Anfängen, Entschuldigung, die Anfänge sind 2000 Jahre alt. Wir sind mitten in einer Kontinuitätsrelation, die immer schlimmer wird. Schluss auch mit Umdeutung und Marginalisierung und mit einem Doppelstandard. Wenn allen Ernstes Richter in Deutschland Molotow-Cocktail schmeißen, auf eine Synagoge als politische Empörung und nicht als Antisemitismus verurteilen, dann weiß ich nicht mehr, in was für einem Land ich lebe. Oder wenn Rap-Songs, in denen klar und unzweideutig Antisemitismen produziert werden, unter das Label Kunstfreiheit geraten, dann weiß ich auch nicht mehr, was das für Personen sind, die so etwas beurteilen. Und Schluss auch mit der Verkrustung, mit der Petrifizierung der Bildungskonzepte. Der Schulunterricht muss radikal verändert werden. Nicht die 12 Jahre, sondern die gesamte Geschichte der Judenfeindschaft bis hin zu den Ursprüngen. Wie hat es angefangen? Warum wurden Juden über Jahrhunderte hinweg stigmatisiert und ausgegrenzt? Und warum hatte Hitler so leichtes Spiel? Das hatte nichts mit Sozialneid zu tun, sondern er baute einfach auf einem Ressentiment auf, das 2000 Jahre alt war. Von den vielen Falschkonzeptualisierungen greife ich zum Schluss eine auf, die für uns Forscherinnen und Forscher besonders ärgerlich ist. In den letzten Jahren hören wir immer wieder, es fehlt ja noch an Forschung und wir haben ja noch nicht genaue Kriterien, wie man zum Beispiel die sogenannte Israel-Kritik und den Antisemitismus abgrenzen soll. Bullshit! Wir haben seit 15 Jahren ausgiebige, empirisch unterfütterte Forschungsergebnisse, wer, wann, wo und wie Antisemitismus artikuliert wird. Und wir können ganz genau sagen, mit hochpräzisen wissenschaftlichen Kriterien, wann Antisemitismus Antisemitismus ist und wann es eine politisch legitime Kritik ist. Also ich will das nicht mehr hören. Ja? Es fehlt Forschung und deshalb verschieben wir es mal in irgendeine Zukunft. Oder wir haben eine Grauzone. Es gibt keine Grauzone beim Antisemitismus. Letztes Beispiel. Es heißt so oft, ja, in den letzten Jahren.
Und dann kommen solche Sachen wie judenfeindliche Ressentiments sind kein Randgruppenphänomen, in den letzten Jahren ist die Hemmschwelle gesunken, Israelfeindschaft, immer mehr Akzeptanz, immer mehr Gleichgültigkeit, das wurde auch angesprochen, kaum noch energischer Widerspruch, Gefahr einer Radikalisierung, Gefahr einer Intensivierung, Gefahr der Ausbreitung, Gefahr der Normalisierung. Nur das war vor 10 Jahren. Das war vor 10 Jahren auf einem großen interdisziplinären Symposium, in dem alle Antisemitismusforscherinnen und Forscher Deutschlands sich getroffen haben und gewarnt haben, gewarnt und gewarnt und gewarnt. Und deshalb war Halle für uns auch keinerlei Überraschung. Meine Damen und Herren, sind wir Forscherinnen und Forscher nur Mana in der Wüste? Mir kommt es so vor, aber es gibt ein Zitat, das ich Ihnen nicht vorenthalten will und das, glaube ich, die Situation ganz gut zusammenfasst. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder vor der Macht der anderen noch vor der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Ich danke Ihnen.